Hallo Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich bin Swantje vom Schnittmusterlabel Yes Honey und heute tauschen wir einfach mal die Nähmaschine gegen eine Bohrmaschine, denn ich zeige euch, wie ihr dieses Lochboard selber machen könnt. Alles, was ihr für dieses Projekt braucht, ist ein großes Brett. Meins ist 1,60 Meter lang und 60 cm breit. Ihr braucht mehrere kleine Bretter in unterschiedlichen Längen. Bitte nicht tiefer als 20 cm, sonst wird das Ganze später instabil. Dann braucht ihr Rundhölzer. Meine sind 25 cm in der Länge. Ich habe mir das alles im Baumarkt schon zuschneiden lassen. Wichtig ist hier, ihr müsst den Durchmesser auf euren Bohrer anpassen. Bei mir ist der Durchmesser 20 mm, das heißt, mein Bohrer hat 20 mm und das Rundholz hat 20 mm im Durchmesser, damit man das später ineinander stecken kann. Dann braucht ihr natürlich ein Lineal oder einen Bleistift zum Anzeichnen, einen Pfriem und im besten Fall auch einen Hammer, mit dem ihr später die Löcher vorstanzen könnt. Ihr braucht Schleifpapier, um die Kanten sauber abzuschleifen. Dann noch einen Bohrer. Eine Bohrhilfe ist ganz, ganz wichtig, damit die Löcher später gerade werden. Und wer möchte, kann die Bretter natürlich noch anmalen, also Farbe und Pinsel. Und damit starten wir direkt. Ich habe für mein Lochboard jetzt Dekorwachs ausgewählt, denn das ist so ein bisschen wie eine Lasur und die Holzmaserung, die kommt trotzdem noch durch, also ist nicht einfach nur alles mit Farbe abgedeckt. Und die streiche ich jetzt einfach schön dünn auf mein Brett auf und das Ganze muss natürlich dann auch echt lange durchtrocknen. Also wenn ihr gestrichen habt, stellt das Ganze zur Seite, dann könnt ihr nämlich erstmal alles andere vorbereiten. Wichtig ist natürlich, wenn ihr das Board streicht, dann müsst ihr auch die Bretter und auch die Rundhölzer streichen. Ist natürlich kein Muss, aber ich finde es schöner, wenn es einheitlicher ist. Aber man kann dem Ganzen ja trotzdem irgendwie noch so einen kleinen Farbtupfer geben und das mache ich hier mit Gelb. Währenddessen habe ich mir jetzt eine kleine Schablone vorbereitet. Die hat die Breite von meinem Brett und die Abstände, die ich später haben möchte. Ihr findet die Schablone auch als Vorlage in der Infobox zum Downloaden. Für mich ist es mir jetzt nur der Anhaltspunkt, dass ich mir die einmal vorbereite und schaue, passt das so, ist es der Abstand, den ich mir wünsche. Bei mir sind es in dem Fall 10 cm in jede Richtung, also sowohl in die Breite als auch in die Länge. Und die Schablone nutzen wir aber jetzt nicht, um die eigentlichen Markierungen anzuzeichnen, denn das wird nie so richtig genau. Dafür nutzen wir lieber das Patchwork-Lineal und natürlich einen Bleistift. Wie gesagt, sind meine Abstände 10x10 cm, deswegen fange ich jetzt einfach an der oberen Brettkante an und arbeite mich nach unten. Zeichne natürlich genau mit dem Abstand von 10 cm meine ersten Markierungen. Und das wäre in dem Fall immer bei 10, 20, 30, 40 und 50 cm. Das heißt, ich habe 5 Löcher pro Reihe. Alle Reihen angezeichnet sind, dann kommen die Spalten dran, also auch hier wieder parallel zu der Brettkante, alle 10 cm einfach einen kleinen Strich zeichnen. Das ist unser Kreuzchen und da nehmen wir jetzt den Pfriem und stanzen diese kleinen Kreuze vor. Der Pfriem hat für uns den Vorteil, dass er vorne eine Spitze hat und die können wir jetzt genau auf dem Kreuzchen aufsetzen und dann mit einem Hammer einfach mit einem kleinen Schlag hinten drauf unser Loch vorstanzen. Je nachdem, wie fest dein Holz ist, kannst du das natürlich auch mit der Hand einfach reindrücken. Bei mir ist das eine Fichte, das geht eigentlich so ganz gut. Aber je härter das Holz ist, desto einfacher ist es natürlich, einen Hammer zu benutzen. Wenn alle Positionen so vormarkiert sind, dann können wir uns auch um die restlichen Vorbereitungen kümmern, denn wir müssen unsere Bohrmaschine noch in die Bohrhilfe einspannen und natürlich müssen wir auch unseren Tisch noch präparieren. Den oberen Teil der Bohrhilfe, den schrauben wir einfach ganz vorsichtig mit einem Imbus auseinander und stecken die Bohrmaschine oben in die Halterung rein, die dann richtig fest zugeschraubt wird, denn das hält unsere Bohrmaschine später genau in Position. Wenn du das ganze Konstrukt nämlich später auf das Brett aufsetzt, kannst du die Bohrmaschine gerade nach unten drücken, ohne dass irgendwas verrutscht.
Als Bohraufsatz verwenden wir einen Forstnerbohrer mit 20 mm Durchmesser und der muss in unsere Bohrmaschine erstmal eingesetzt werden. Dafür steckst du den Bohrkopf einfach vorne in die Maschine rein und drehst das Ganze erstmal fest zu. Und dann gibt es meistens so eine kleine Kindersicherung und die wird natürlich eingerastet, damit auf gar keinen Fall irgendwas passieren kann. Wenn das soweit vorbereitet ist, dann präparieren wir noch unseren Tisch. Und da habe ich zwei richtig dicke, aber alte Bretter, die ich einfach unten drunter lege. Denn wichtig ist, dass du einmal was wie einen Gegendruck hast, also wenn du oben auf das Brett aufdrückst, um die Löcher einzubohren, dass du zum einen natürlich nicht in deine Tischplatte bohrst und zum anderen diesen Gegendruck hast, damit hinten dein Bohrloch nicht ausreißen kann. Bevor wir jetzt natürlich losbohren, ganz wichtig, wenn du lange Haare hast, die müssen nach oben gebunden werden. Und noch wichtiger, der Stecker bleibt erstmal draußen. Wenn wir unsere Bohrmaschine mit der Bohrhilfe nämlich jetzt auf unser Brett aufsetzen, dann wollen wir natürlich, dass der Forstnerbohrer genau das Kreuzchen trifft. Und dafür müssen wir jetzt erstmal die Bohrmaschine ein kleines bisschen nach unten drücken. Und ganz wichtig ist, dass die Spitze eben hier unten dieses Kreuz, also den Mittelpunkt trifft. Und da haben wir so ein kleines Loch vorgestanzt und genau da rein soll die Bohrspitze. Mit den ersten Löchern muss man da ein bisschen rumprobieren. Dementsprechend, das klappt nicht immer gleich. Also auf jeden Fall die Steckerleiste aus. Egal, ob du das über diesen Kippschalter machst oder ob du immer den Stecker rausziehst, auf jeden Fall darauf achten, dass die Bohrmaschine nicht an ist. Wenn alles soweit stimmt, dann ist es wichtig, dass deine Bohrmaschine natürlich an ist und dass sie auch läuft. Also nicht den Bohrkopf auf das Holz aufsetzen und dann erst die Bohrmaschine betätigen, sondern die muss schon vorher sich drehen, in dem Fall, damit sie nicht die Oberfläche von dem Holz aufreißt. Also mit Geschwindigkeit schon gerne einfach die Bohrmaschine nach unten drücken. Durch die Bohrhilfe klappt das auch ganz easy, ganz gerade und dann mit Schmackes einfach mal durch das Brett durchbohren. Du merkst eigentlich relativ schnell, wenn du durch das Brett durch bist, denn dann gibt es so ein bisschen Widerstand. Bei mir kommen dann sogar dunkelbraune Späne von meinem anderen Brett hervor, also dementsprechend, das kriegt man relativ easy mit. Und wichtig ist aber, dass du die Bohrmaschine dann nicht einfach rausziehst, sondern dass du sie weiter am Laufen hältst und dann langsam die Bohrmaschine wieder nach oben aus dem Loch herausziehst. Das war schon mal das erste Loch, folgen noch 74 weitere, zumindest in diesem Fall. Und wenn du andere Abstände wählst, dann sind es vielleicht weniger oder mehr. Lass dir auf jeden Fall Zeit dabei, denn es ist wichtig, dass die Bohrlöcher wirklich gerade sind und dass du dir auf gar keinen Fall in den Finger bohrst. Wenn du alle deine Löcher gebohrt hast, dann kommt das Schleifpapier ins Spiel, denn damit werden jetzt alle Kanten nochmal schön sauber abgeschliffen. Und damit ist es eigentlich auch schon geschafft, denn jetzt kannst du schon ans Gestalten gehen. Du kannst deine Rundhölzer und deine Bretter, je nachdem was du vorbereitet hast, einfach schon mal auf dem Board verteilen. Das kannst du entweder so machen, dass du es an die Wand lehnst und von dort aus schaust, wo du welche Position hin haben möchtest, oder dass du es einfach weiterhin auf dem Tisch liegen lässt und die ganzen Rundstäbe einfach mit dem Hammer erstmal in das Board haust. Das Schöne ist, das Board ist modular und du kannst es gestalten, wie du möchtest. Je nachdem, ob du das Board lieber als Dekorationsfläche oder vielleicht sogar wirklich zum Arbeiten für dein Nähzimmer nutzen möchtest, kannst du das Ganze zum Beispiel für Stoffe oder Garne, für deine Scheren oder generell deine Werkzeuge verwenden. Und so kann das Ganze zum Beispiel aussehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben.
Ansonsten findet ihr natürlich wie immer alle Infos zu den Produkten in der Infobox. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's euch hübsch, ihr Lieben. Ciao!